Ja, Sie sind direkt vom Gipfel in Brüssel zu diesem Interview gekommen. Sie waren dort als Vertreter der Europäischen Zentralbank. Wie viel Schlaf haben Sie gehabt heute Nacht? Also der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, war auch da. Und jeder von uns hat ungefähr, wie andere Gipfelteilnehmer auch, 2 Stunden geschlafen. Dann wünsche ich Ihnen jetzt ein angeregtes Gespräch, dass wir hier nicht einschlafen. Werd mir Mühe geben, dass Sie nicht einschlafen. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, an wie vielen Gipfeln zur Rettung des Euros Sie schon teilgenommen haben, in welcher Funktion auch immer? Also es gab Schätzungen heute Morgen auf dem Gipfel, dass es ungefähr der 20. Gipfel war, der sich mit der Krise in Eurostaaten befasst. Ich habe vorher auch schon, sag mal, normale EU-Gipfel mitgemacht. Ich würde tippen, in der Summe so 40, 45 vielleicht. Was war denn jetzt Ihr persönlicher Eindruck von diesem Gipfel? War das der große Showdown Angela Merkel gegen den Rest Europas? Also so habe ich das nicht empfunden, obwohl es eben gerade für viele andere Staaten auch relativ einfach ist, sich hinter dem breiten Rücken Deutschlands auch zu verstecken. Ich glaube, die Kanzlerin war nicht isoliert, sondern es war eine ganze Reihe Länder teilen ihre Position, dass es eben darum geht, Kontrolle durchzusetzen, Stabilität durchzusetzen. Das betrifft Finnland, Niederlande, Österreich, Slowenien, Slowakei, Estland. Also ich habe das nicht als Showdown empfunden, sondern als wirklich langen, aber echten Arbeitsgipfel. Und war das jetzt ein erfolgreicher Gipfel? Was sind die wichtigsten Beschlüsse? Also Erfolg misst sich immer daran, ob die Bürger das schätzen und ob die Märkte das schätzen, beides. Ich glaube, die wichtigsten Beschlüsse waren in der kurzen Frist zweierlei, nämlich zum einen, dass man ein Wachstumspaket beschlossen hat, um den Fiskalpakt zu ergänzen. Und zweitens in der kurzen Frist, dass man beschlossen hat, dass der ESM, wenn er denn in Kraft sein wird, auch direkt Banken rekapitalisieren kann, aber erst, wenn eine gemeinsame europäische Bankenaufsicht vorliegt. Das sind die wesentlichen kurzfristigen Beschlüsse. Und langfristig hat es eine lange Diskussion gegeben über das Papier, das die 4 Präsidenten vorgelegt haben, das im Kern darum geht, wie soll Europa, wie soll die Währungsunion in 10 Jahren aussehen. Weil die Frage werden wir beantworten müssen. Wir müssen eben die unvollständige Währungsunion, die wir haben, vervollständigen. Und das ist die langfristige Aufgabe, die... Wenn ich da mal kurz einhaken darf, das ist das Papier, zu dem Angela Merkel im Bundestag gesagt hat, so nicht, weil da viel zu viel geredet wird von Vergemeinschaftung der Schulden und viel zu wenig geredet wird von Verantwortung. Das ist das Papier, das so kommentiert worden ist. Es ist eben nicht das Papier an sich beschlossen worden, sondern Sie haben das Papier als Basis ihrer Diskussion genommen, die Staats- und Regierchefs, und haben auf Basis dieser Diskussion gesagt, wir machen jetzt einen Arbeitsplan, der über einen Zwischenschritt im Oktober, im Dezember dazu führen soll, dass wir dazu konkrete Beschlüsse fassen. Bei der Bankenaufsicht kommt die Europäische Zentralbank ins Spiel, denn es soll eine gemeinsame, keine nationale Bankenaufsicht in Europa geben. Und diese Bankenaufsicht wird dann bei der Europäischen Zentralbank angesiedelt sein. Ein guter Beschluss? Ich denke, dass es ein guter Beschluss ist, weil wir hatten vorgeschlagen, dass es Teil der Pläne, die Währungsunion zu vervollständigen, eine Finanzmarktunion zu schaffen. Und ein Element dabei ist eine gemeinsame europäische Bankenaufsicht für die systemrelevanten Banken. Das hat es bisher in Europa so mit echten Eingriffsrechten nicht gegeben. Wir denken, dass es ein wichtiger Schritt nach vorne ist. Dazu wird man Beschlüsse treffen müssen, einstimmig. Es ist ein ganz spezieller Artikel des EU-Vertrages erwähnt worden, der 127, der vorsieht, dass die EZB die Bankenaufsicht in der Eurozone machen kann. Und das ist das Ziel, soll bis Jahresende auch beschlossen sein. Weil erst, wenn die europäische Bankenaufsicht da ist, dann kann der ESM direkt Mittel an Banken vergeben. Dass es jetzt diese internationale, diese europäische Bankenaufsicht gibt, das ist, glaube ich, aus deutscher Sicht ein Erfolg. Aber dieser Erfolg wurde erkauft unter anderem damit, dass der ESM jetzt viel mehr Rechte hat. Er kann Staatsanleihen, marode Staaten von Italien, von Spanien kaufen. Und er wird am Ende auch marode Banken in Italien, Griechenland, Spanien unterstützen dürfen. War das alternativlos, wie man so schön sagt? Musste das sein? Also ich glaube, man muss immer
im Auge behalten. Und das ist auch immer Perspektive der EZB, dass wir eine Lösung brauchen für die ganze Eurozone. Nicht für ein Land A oder für ein Land B, sondern wir brauchen eine europäische Perspektive. Was in der Tat neu ist, dass der ESM Direktbanken rekapitalisieren kann, aber erst, wenn die Aufsicht wirklich greift. Der ESM, das war immer vorgesehen, dass er auf Märkten Anleihen kaufen kann, aber auch unter Auflagen. Diese Art der Auflagen sind gestern präzisiert worden, auf Wunsch des italienischen und der spanischen Premierministers, das ist richtig, aber die Auflagen sind präzisiert. Also der ESM, selbst wenn er dann in Kraft getreten sein sollte, hoffentlich bald, dann muss ein Land einen Antrag stellen. Dann werden Auflagen vereinbart in einem sogenannten Memorandum of Understanding, das auch überwacht wird nach den gültigen Richtlinien des ESM. Und erst dann können Staatsanleihen dieses Landes gekauft werden. Sie sagen, Sie müssen die europäische Brille anziehen als EZB. Ich kann die deutsche Brille aufsetzen und kann sagen, das war ein weiterer Schritt heute Nacht in Richtung Transferunion, ein weiterer Schritt dahin, dass Deutschland am Ende eventuell für Schulden in Spanien, Griechenland und Italien zahlen muss. Ich würde das nicht so sehen, weil Mittel des EFSF wie in Zukunft des ESM sind dem Land geliehen. Die Erwartung ist, dass die Gelder zurückfließen und ganz klar. Und was erwarten Sie wirklich bei Griechenland zum Beispiel? Griechenland muss das Programm vollständig umsetzen, aber bis heute hat kein Mitgliedstaat, der einem anderen was geliehen hat, damit Geld verloren. Kommen wir mal zu Ihrer Rolle bei der Europäischen Zentralbank. Sie sind der einzige Deutsche im Direktorium der EZB. Was ist da Ihre Aufgabe? Also, dass man dabei Deutscher ist, ist eigentlich sekundär, sondern wir sind dort, wie man sagt, ad personam. Der EU-Vertrag legt Bedingungen vor, welche Qualifikationen man erfüllen muss, aber es gibt keine Länderquoten und man ist auch nicht von einem Land entsandt, sondern die 6 Mitglieder des Direktoriums sind gewählt durch den Europäischen Rat nach einer Anhörung im Europäischen Parlament. Die Aufgabe ist so, dass das Entscheidungsgremium der EZB ist der sogenannte Gouverneursrat. Da sind die 17 nationalen Notenbankgouverneure Mitglied plus die 6 Direktoriumsmitglieder. Da fallen die Grundsatzentscheidungen. Das Direktorium, bestehend aus 6 Personen, ist dann dazu da, diese Beschlüsse im Tagesgeschäft umzusetzen und die EZB zu führen. Das tun wir als Kollegialorgan, aber dennoch sind darunter Aufgaben natürlich verteilt. Bisher war es immer so, dass der von Deutschland, Sie sagen ja nicht von Deutschland entsandte, aber der von der Nationalität her deutsche Vertreter im Direktorium der EZB gleichzeitig Chefvolkswirt der EZB war. Das sind Sie jetzt nicht. Das ist von vielen Beobachtern interpretiert worden als Ausdruck des schwindenden Einflusses Deutschlands in der EZB. Ja, ich habe das natürlich auch gelesen und gehört. Ich würde das nicht teilen, weil erstmal gibt es die Funktion des Chefvolkswirts gar nicht. Sie finden das im Organigramm nicht. Ja. Wir haben die Aufgaben so verteilt, dass jeder von uns das tut, was wir gemeinsam denken. Wir hatten darüber keinen Streit, was man am besten kann. Also der französische Kollege Benoît Cœuré ist neu gekommen, zeitgleich mit mir. Der kennt sich mit Marktoperationen am besten aus. Also ist er zuständig für die Marktoperationen. Der Kollege Peter Pratt, ein Belgier, ist, glaube ich, ohne Zweifel von uns der beste Ökonom. Also hat er diese Rolle übernommen. Zu mir hat man gesagt, ich kenne Verhandlungen in Brüssel, in Luxemburg, in Europa, aber auch global bei den G7 oder den G20 am besten. Ich soll das machen. Ich denke, dass das immer sinnvoll ist für jede Institution, wenn jeder da hingeht, wo er den höchsten Mehrwert deswegen liefert. Deswegen waren Sie jetzt heute Nacht auch beim Gipfel genau. Dabei. Was wundert, wenn man sich so diese Konstruktion der Europäischen Zentralbank anschaut, dann haben Sie das ja erwähnt, da sind die Vorsitzenden, die Chefs der nationalen Zentralbanken sind da jeweils vertreten. Also der Chef der Bundesbank ist da vertreten und er hat da genauso eine Stimme wie der Chef der Nationalbank von Malta. Kann das denn richtig sein? Das ist das europäische Konstruktionsprinzip. Im Europäischen Rat, um auf heute Nacht zurückzukommen, ist das genauso. Der Staatschef von Malta hat da eine Stimme, die Bundeskanzlerin hat auch eine Stimme. Und am Ende kann das im Ergebnis dazu führen, dass die Südländer im Zweifelsfall die Mehrheit haben? Das kann so sein, das kann aber auch andersrum sein.
Wir führen dieses Gespräch unmittelbar nach dem Ende des Gipfels in Brüssel am Freitagnachmittag. Wenn alles so läuft, wie es geplant ist, dann wird heute noch der Bundestag und der Bundesrat den ESM und den Fiskalpakt verabschieden mit 2/3 Mehrheit. Sind das die richtigen Rezepte, um Europa nach all diesen Krisen und Dauerkrisen nach vorne zu führen? Ich glaube, dass das in der Tat zwei sehr wichtige Elemente sind, die auch inhaltlich zusammenhängen. Der Fiskalpakt bringt das erste Mal auf europäischer Ebene, dass man das, was in Deutschland die Schuldenbremse genannt wird, in den Verfassungen der Länder Europas verankert. 25 Länder machen mit, also es sind mehr als die Eurozone. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt hin, dass man der Fiskalpolitik Regeln gibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass alle Länder oder eben 25 das akzeptiert haben. Wichtig ist, dass sie es dann auch hinterher umsetzen. Das Zweite ist, der ESM ist eine sogenannte Brandschutzmauer. Also wenn alle Prävention nicht funktioniert, dann ist es ein Krisenbewältigungsinstrument, das wir bisher so nicht hatten. Der ESM ist in seiner Ausgestaltung deutlich besser als das Provisorium EFSF. Weil er eine internationale Finanzinstitution ist, er hat eingezahltes Kapital, er ist damit finanztechnisch deutlich effizienter. Damit, glaube ich, sind wir für Gefährdungen gut aufgestellt. Insofern ist es wichtig, dass der ESM rasch in Kraft tritt, damit wir für den Fall aller Fälle immer auch handlungsfähig sind. Selbst wenn der Bundestag und Bundesrat heute mit 2/3 Mehrheit zustimmen sollte, ist die ganze Sache immer noch nicht entschieden. Es gibt Klagen oder es wird Klagen geben vor dem Bundesverfassungsgericht. Was passiert denn zum Beispiel auf den Finanzmärkten, wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt ESM und Stabilitätspakt gibt? Also jede Entscheidung des Verfassungsgerichts ist zu respektieren und auch, dass dagegen geklagt wird, ist Teil unseres Rechtsstaates. Das ist gut und richtig so. Für die Zeit, in der der ESM nicht da ist, haben wir den EFSF. Das ist, wie gesagt, er ist schlechter als der ESM, aber das ist besser als nichts. Aber in der Tat wäre es wünschenswert, um auch Märkte zu beruhigen, wenn sowohl der Fiskalpakt als auch der ESM, gerade in Deutschland, wir haben da auch Vorbildfunktion für andere Länder, rasch in Kraft treten würde. Die Europäische Zentralbank ist die oberste Hüterin unserer Währung. Deswegen an Sie ein paar ganz simple Fragen. Ist der Euro genauso gut, genauso hart wie die D-Mark? Ja, also seit 1999, also seitdem es den Euro gibt, betrug die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Deutschland 1,6%. Und das ist besser als in den 50 Jahren der sogenannten guten alten D-Mark zuvor. Meine Mutter glaubt das zwar immer nicht, aber die Daten geben das her. Sie müssen das jetzt natürlich schon mal qua Amt sagen, dass der Euro so gut ist wie die D-Mark. Aber warum soll ich das glauben? Man hat zum Beispiel in den Maastricht-Vertrag jede Menge Regeln geschrieben, damit diese neue Währung genauso gut ist wie die alte. Zum Beispiel die Defizitkriterien, zum Beispiel die No-Bailout-Klausel. Das gilt alles nicht mehr, ist alles das Papier nicht mehr wert. Warum soll dann trotzdem die Währung so gut sein wie die alte? Ich würde es gerne trennen. Ich glaube, die Währung ist so gut oder nicht sogar besser als die alte. Wenn man sich anguckt, der Euro hat auf den Weltmärkten eine größere Rolle, als es die Summe der einzelnen alten europäischen Währungen hatte. Heute, nach 2 Jahren Schuldenkrise in Teilen der Eurozone. Also ich glaube, die Währung ist besser sogar als die alte. Was nicht funktioniert hat, ist in der Tat das Regelwerk, das dafür sorgen sollte, dass wir zu einer vergemeinschafteten Geldpolitik auch eine vernünftige Fiskalpolitik haben, weil die ist dezentral in den 17 Mitgliedstaaten. Also muss es Regeln geben, dass diese Fiskalpolitik so stabilitätsorientiert ist, wie es eine Währungsunion erfordert. Das hat in der Tat nicht ausreichend funktioniert. Deswegen hat man den Stabilitätspakt jetzt im Zuge der Krise verbessert, verschärft. Das heißt aber auch, dass wir weitergehen müssen hin zu einer echten fiskalischen Union. Und da ist der Fiskalpakt ein erster Schritt, nicht mehr als ein erster. Es werden viele weitere folgen müssen, bis wir eine vollständige Fiskalunion haben. Ich würde gerne noch mal zurückkehren zu den ganz einfachen Ängsten der Bürger. Können Sie hier, so wie Sie jetzt hier da sitzen, ausschließen, dass es in
drei Jahren 5% und in 5 Jahren 7% Inflation gibt in Europa? Der Ausweg wäre so schön für die Schuldenstaaten. Ich glaube nicht, dass Inflation Ausweg ist, weil es auch immer sehr ungerecht ist über Inflation. Ich kann sagen, was die Inflationserwartungen sind in der Eurozone, und zwar in der ganzen Eurozone. Über einen Zeithorizont von 5 Jahren gibt es die sogenannten ECB-Watchers. Die haben nach vorne geguckt und die nächsten 5 Jahre sind die Erwartungen über die Inflation in der ganzen Eurozone verankert um einen Wert von 2%. Das ist ja unser Zielwert, knapp unter 2%. Also wenn man 5 Jahre nach vorne blickt, dann ist es so, dass die Erwartung der Marktteilnehmer, Bürger wie Unternehmen so ist, dass wir unseren Zielwert jeweils erreichen. Es gibt Menschen, kompetente Menschen, die das anders sehen. Zum Beispiel Jürgen Stark, das war Ihr Vorgänger bei der Europäischen Zentralbank. Ich darf ihn mal zitieren. Historisch wissen wir, dass jede besonders starke Expansion der Zentralbankbilanz mittelfristig zur Inflation führt. Zunächst mal, die Zentralbankbilanz heute ist dreimal so groß wie 2007. Und weil das ja alles ein bisschen kompliziert ist, versuche ich das mit meinen simplen Worten mal zu sagen. Wenn die Europäische Zentralbank die Märkte flutet mit Geld, dann kommt am Ende Inflation. Richtig ist, dass wir unsere Bilanz in der Krise ausgedehnt haben. Das ist aber ein ganz klassisches Instrument, dass Notenbanken in solchen Krisen tun. Das hat die US Fed getan, das hat die japanische Notenbank getan, das hat die britische Notenbank getan. Das ist ein ganz klassisches Krisenbekämpfungsinstrument über die Notenbank. Man muss jetzt ein bisschen technischer werden. Wenn wir den Bankensektor Liquidität zur Verfügung stellen, ist das sogenanntes Zentralbankgeld. Das ist eine sehr enge Gelddefinition, die können Sie oder ich nicht benutzen. Das können Sie nur benutzen, um mit der EZB Geschäfte zu tätigen, um Mindestreservepflichten zu erfüllen oder Ähnliches. Daraus wird erst Geld im weiteren Sinne, wenn der Bankensektor das weitergibt an den Nichtbankensektor. Und da vermehrt sich das Geld im Geldkreislauf. Das sehen wir bisher nur sehr, sehr eingeschränkt. Also die Geldmengendefinition, die größte, die wir haben, die M3, ist in seinem Wachstum sehr, sehr verhalten. Also wir sehen nicht, dass Geld- und Kreditaggregate, das ist der Maßstab, den man beobachtet, sich so ausdehnen, dass wir Inflationsgefahren sehen. Wie gesagt, die Erwartungen über die Inflation sind fest um unseren Zielwert verankert. Jetzt haben Sie das ja gerade selber gesagt, das sind relativ komplexe Vorgänge, die logischerweise für den einfachen Bürger überhaupt nicht zu durchschauen sind. Können Sie das nachvollziehen, dass die Menschen vielleicht angesichts dieser ständigen Krisen und Krisengipfel da sich einfach Sorge machen, mit Inflation rechnen und am Ende sagen, aber dann vielleicht doch lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder gar Gold in den Schrank legen? Ja, ich kann das verstehen, dass Bürger und Bürgerinnen sich Sorgen machen, weil das geht mir bei Sachverhalten, über die ich weniger verstehe. Wie funktionieren Atomkraftwerke? Wie muss man da einen Störfall einschätzen? Das kann ich auch selber nicht beurteilen, verstehe davon auch nichts. Aber das ist völlig normal, dass man sich darüber Sorgen macht, weil es ja sein eigenes Leben unmittelbar betrifft. Insofern, das kann ich verstehen. Ich glaube, wir haben so gut wir können darauf reagiert, dass wir als Notenbanken deutlich mehr in die Öffentlichkeit gehen, so wie heute hier zum Beispiel, um zu erklären, was wir tun, warum wir es tun, weil es eben eine Relevanz für alle Bürger und Bürgerinnen im Euroland hat. Was ist denn aus Ihrer Sicht die eigentliche Ursache dieser Euro-Krise, die uns jetzt schon seit 2 bis 3 Jahren verfolgt? Sie haben die Frage jetzt so gestellt, dass es praktisch eine Vorlage ist, weil wir haben keine Krise des Euros. Wir haben unterschiedliche Arten von Krisen, ich sage gleich welche, in einigen Ländern der Eurozone. Wie gesagt, der Euro selber ist in den letzten Jahren nach innen stabil. Wie gesagt, wir haben keine Inflation und er ist nach außen stabil. Und seine Rolle auf den Weltmärkten hat zugenommen seit seiner Gründung. Was wir haben, sind unterschiedliche Wirtschaftskrisen in einigen Ländern. Es gibt Länder, die haben primär eine Schuldenkrise. Das ist Griechenland. Es gibt andere Länder wie Irland, die hatten eine Bankenkrise und die Kosten der Bankenkrise führte dazu, dass der irische Staat seine Haushaltssituation deutlich
verschlechtert hatte. In Spanien haben sie im Grunde genommen eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit zeitgleich oder ganz stark verschärft durch das Platzen einer Immobilienblase. Also wir haben in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich geartete wirtschaftliche Schwierigkeiten. Was ist denn jetzt das richtige Rezept, um dieser Krise Herr zu werden? Ist das richtige Rezept mehr Solidarität mit den Staaten, die jetzt so große Schuldenprobleme haben? Oder ist das richtige Rezept die Rückkehr zu den Prinzipien von Maastricht, also no bailout, jeder ist für seine eigenen Finanzen selber verantwortlich? Ich glaube, dass wir beides brauchen. Wir brauchen Solidität und wir brauchen auch Solidarität. Das ist beides. Das ist immer Teil des europäischen Modells gewesen. Deswegen muss auch ganz vorne stehen, dass diejenigen Länder, die von diesen Schwierigkeiten betroffen sind, ihre wirtschaftlichen Hausaufgaben machen. Das kann ihnen niemand abnehmen. Das ist auch nicht durch Handeln eines anderen Staates oder einer europäischen Institution zu ersetzen. Also die Reformen zu Hause liegen in jedem Land ganz vorne bei der Lösung der Schwierigkeiten. Und wenn man sich da wirklich müht, sich an Zusagen hält, dann kann man zeitlich begrenzte Finanzhilfe bekommen. Und was dann wichtig ist auf der europäischen Ebene, dass wir in der Tat unsere Institutionen, die gesagt Fehler hatten, die Architektur der Währungsunion hat Konstruktionsfehler, dass wir diese verbessern, um wie gesagt die ganze Konstruktion stabiler zu machen. Dieser ganze Streit zwischen Solidarität und Eigenverantwortung, der kulminiert ja in der Frage Eurobonds, ja oder nein. Haben Sie eine persönliche Ansicht zu Eurobonds? Ja. Vorausgeschickt, dass es mindestens 25 verschiedene Spielarten von Eurobonds gibt. Also vielen Menschen bedeutet das ganz unterschiedliche Sachen. Kern ist allen diesen Ideen identisch eine gemeinsame Haftung für Schulden, wie immer man das jetzt einzeln ausgestaltet. Ich glaube, Eurobonds sind absolut kein kurzfristiges Krisenbewältigungsinstrument. Also wer sich das davon verspricht, der irrt. Es wird die Lage keines einzigen Landes heute oder morgen verändern, wenn es Eurobonds gäbe. Ich denke, was man braucht, wenn man eine echte Fiskalunion hat, wo man auch eine strikte zentrale Kontrolle über Einnahmen und Ausgaben hat, dann sind Eurobonds ein Element einer solchen Fiskalunion, weil Eurobonds haben auch Vorteile. Sie schaffen ein großes liquides Finanzmarktinstrument für die ganze Eurozone. Das würde eine Geldpolitik, eine gemeinsame, stark erleichtern. Aber wichtig ist die Reihenfolge. Ja, man braucht erst die Kontrolle über Ausgaben und Einnahmen und dann ganz am Ende kann man auch gemeinsam Schulden aufnehmen. Aber das darf man absolut nicht umdrehen. Die Kanzlerin hat gesagt, Eurobonds nicht, solange ich lebe. So alt ist die Kanzlerin ja noch nicht. Ich wünsche ihr ein langes, gesundes Leben. Was kann denn jetzt genau die Rolle der Europäischen Zentralbank zur Behebung dieser Krise sein? Und was darf die Europäische Zentralbank auf keinen Fall tun? Ich glaube, wir haben ein wichtiges Mandat, aber eben auch ein begrenztes. Wir haben das klare Mandat, und das würde ich auch nicht ändern wollen, dass wir Preisstabilität im ganzen Euroraum sichern und zur Finanzmarktstabilität beitragen. Das sind die Ziele und die sind auch in einer Hierarchie. Das primäre Ziel ist, Preisstabilität zu sichern. Ich glaube, das haben wir getan und das werden wir auch weiterhin tun. Was wir nicht können, ist ersetzen fehlendes oder falsches Handeln von Regierungen. Also wir müssen eine klare Trennung haben zwischen dem, was man geldpolitisch tut und was die Fiskalpolitik tun muss oder die sonstige Wirtschaftspolitik über Strukturreformen für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das können wir nicht ersetzen. Also wenn ein Land nicht wettbewerbsfähig ist, das kann man durch Geldpolitik nicht ausgleichen. Insofern ist es ganz wichtig zu sagen, wir haben ein begrenztes Mandat, das üben wir aus, aber es gibt andere Problembereiche, für die sind wir nicht zuständig und für die haben wir auch kein Instrument. Die Europäische Zentralbank hat
in den letzten Monaten etwas gemacht, was nach Ansicht vieler Kritiker der Sündenfall ist. Die Europäische Zentralbank hat Staatsanleihen von Italien, Spanien, von maroden Staaten aufgekauft. Wenn ich den Gipfelbeschluss jetzt richtig verstanden habe, soll das in Zukunft der ESM machen. Heißt das im Umkehrschluss, die Zentralbank wird das jetzt nicht mehr tun, weil das einfach falsch ist, wenn die Zentralbank sowas macht? Die EZB hat Staatsanleihen gekauft als Teil der geldpolitischen Sondermaßnahmen im Zuge dieser Krise, weil das Funktionieren der Geldpolitik nicht sichergestellt war. Das war eine geldpolitische Maßnahme. Die war von vornherein temporär und sie war beschränkt. Der ESM, ich nehme jetzt mal den, der ESFS kann es prinzipiell ähnlich tun. Der ESM hat in der Konstruktion angelegt, dass er auf Primär- und Sekundärmärkten Staatsanleihen kaufen kann. Das ist von Anfang an in dem ESM-Vertrag so vorgesehen. Unter Auflagen, nachdem ein Land einen Antrag gestellt hat, ein Abkommen unterzeichnet hat über die Bedingungen, zu denen das stattfindet, das Abkommen, die Einhaltung wird überwacht, dann kann der ESM Anleihen kaufen. Ich denke, das ist ein richtiges und gutes Instrument, das beim ESM so anzusiedeln. Und die EZB, nochmal gefragt, sollte das in Zukunft nicht mehr tun? Wir werden immer entscheiden nach der Lage der Geldpolitik, ob wir unsere Standard- und unsere Nicht-Standard-Maßnahmen einsetzen. Wie das etwas anderes ist eine klare geldpolitische Maßnahme. Mhm. Können Sie denn in ungefähr beziffern, wie hoch das Risiko ist, dass die Europäische Zentralbank bisher schon eingegangen ist, durch den Kauf von Staatsanleihen, die unsicher sind, durch das Akzeptieren von Sicherheiten beim Ausleihen von Banken, indem man etwa spanische Immobilienhypotheken als Sicherheiten akzeptiert hat, was man ja vorher nicht gemacht hat. Man kann das nicht genau quantifizieren. Im Extremfall würden Sie sagen, die ganze Bilanz. Das würde aber unterstellen, dass alle Sicherheiten, die hinterlegt sind, weil wir vergeben Liquidität nur gegen Sicherheiten, nichts wert sind. Das stimmt ja so nicht. Sondern es gibt grundsätzlich Liquidität nur gegen Sicherheiten. Diese Sicherheiten bewerten wir täglich. Das wird dann mit Abschlägen vorgenommen. Das heißt, Sie reichen eine Sicherheit zu 100 ein. Das wird bewertet. Dafür kriegen Sie vielleicht 60 Einheiten Liquidität. Und wenn Ihre Lage sich verschlechtert, wird das angepasst, dann kriegen Sie nur 50 Einheiten Liquidität dafür. Also richtig ist, dem will ich gar nicht ausweichen, es haben sich die Kreditrisiken auf der Bilanz der EZB erhöht. Das ist so. Das ist, wie gesagt, Teil der Krisenmaßnahmen, dass man die Bilanz einer Notenbank ausdehnt und damit erhöhen sich auch die Kreditrisiken. Ich denke aber, dass unser Risikomanagement da ein strenges Auge drauf hat. Jetzt gibt es noch ein weiteres Risiko, das klingt nun ganz fürchterlich technisch. Das ist das sogenannte Target 2. Bevor wir über die Größe des Risikos reden, können Sie mir mal einen Gefallen tun und erklären, was das ist? Ja, das ist Target 2 ist eigentlich ein IT-System zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs innerhalb der Eurozone. Also wenn ein Exporteur in einem Land etwas in ein anderes Land liefert, dann muss die Ware ja bezahlt werden. Und das geht grenzüberschreitend. Und das wird abgewickelt über das Zahlungsverkehrssystem Target 2. Das heißt 2, weil es die zweite IT-Version des Systems ist. Das funktioniert in normalen Zeiten so, dass wir praktisch die Abwicklungsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Aber der Zahlungsverkehr über den Bankensektor abgewickelt wird. In der jetzigen Lage ist es so, dass der Verkehr zwischen Banken, das nennt man den Interbankenmarkt, in Teilen Europas zum Erliegen gekommen ist. Das heißt, die Abwicklung dieses Zahlungsverkehrs funktioniert nicht mehr. Und deswegen haben die Notenbanken des Eurosystems die Aufgabe übernommen, diesen Zahlungsverkehr abzuwickeln. Und das spiegelt sich in diesen Target-Salden wieder. Also die Salden an sich sind ein Symptom für ein Problem. Das Problem ist, dass der Interbankenmarkt nicht funktioniert. Darf ich es mal böse ausdrücken? Deutschland hat zum Beispiel mit Griechenland, zum Beispiel mit Italien oder Spanien ein gigantisches Handelsbilanzüberschuss.
einer gigantischen Handelsbilanzüberschuss. Und dieser Handelsbilanzüberschuss wird so ausgeglichen, indem die Deutsche Bundesbank den Zentralbanken von Griechenland, Italien, Spanien einen gigantischen Kredit von mehreren hundert Milliarden Euro geben muss, ohne dass sich die Bundesbank wirklich dagegen wehren darf und kann. Also ich glaube, erstmal ist wichtig, um mal die Perspektive zu weiten, nicht nur die Bundesbank hat Forderungen im Target-System, sondern auch andere Notbanken wie die Niederlande oder Finnland oder auch andere. Das sind dieselben, die sich wehren gegen die Schuldenunion. Aber man muss immer sagen, es sind nicht immer nur Länder in einem Land sozusagen. In der Tat ist es so, dass, wie gesagt, Notenbanken diesen Zahlungsverkehr ersetzen, der nicht funktioniert, mit den Ergebnissen, die Sie vom Volumina richtig beschreiben. Das wird sich, wenn der Interbankenmarkt wieder funktioniert, normalisiert sich das. Also zu normalen Zeiten. Ich würde nicht sagen, das normalisiert sich. Müsste man das nicht einfach abstellen, weil dann schon wieder hunderte von Milliarden Risiko auflaufen, die keiner kontrolliert, die keiner kontrollieren, abschätzen, verhindern kann? Ja, man muss es denn bis zu Ende durchdenken. Insofern, es gibt ja den Vorschlag, diese Target-Salden zu deckeln. Das heißt aber nichts anderes, wenn man das ganz zu Ende denkt, als wenn Sie den Zahlungsverkehr im Binnenmarkt beschränken. Weil wenn die Tagesalden sich nicht frei anpassen können, kann Zahlungsverkehr zwischen den Ländern nicht frei mehr stattfinden. Das ja, weil wer kein Geld hat, vielleicht nichts mehr kaufen kann. Ich glaube, so einfach kann man das nicht sagen. Ja, das Unternehmen, das liefert und der Empfänger hat ja Geld. Es findet ein Ausgleich über den Zahlungsverkehr statt. Aber es ist, wie gesagt, ein Symptom für ein echtes Problem. An sich genommen ist es kein Problem. Leider ist die Lage inzwischen so kompliziert und nach außen auch so undurchsichtig, dass inzwischen die Mehrheit der Deutschen sagt, die Einführung des Euro war ein Fehler. Das ist mir unbekannt. Ich habe eine Umfrage, die ist 2 Tage alt. Da war noch eine knappe Mehrheit dafür. Gut, dann ist die Hälfte der Bürger, Bürger der Ansicht, dass die Einführung des Euros ein Fehler war. War das im Nachhinein richtig, den Euro so einzuführen, wie das geschehen ist? Ganz definitiv ja. Weil der Euro bringt viele Vorteile. Sie haben kein Wechselkursrisiko mehr in der Währungsunion. Sie sind gegen außenwirtschaftliche Schocks besser abgesichert. Also wenn wir jetzt in heutigen Krisenzeiten noch die D-Mark gehabt hätten, hätte die D-Mark ganz, ganz stark aufgewertet zu Lasten der deutschen Exporteure und der Arbeitsplätze in Deutschland. Und ich glaube, man muss auch immer aufpassen, mit was man etwas vergleicht. Weil es wird kein Zurück geben, sage ich mal, in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, weil da das ganze Weltwährungssystem anders aufgestellt war. Heute im Jahre 2012 haben Sie Schwellenländerwährung ganz vorne ran, der chinesische Renminbi, der eine Rolle spielt. Also die D-Mark würde heutzutage nicht mehr die Rolle spielen, die sie im ganzen letzten Jahrhundert auch global gespielt hat. Kann es sein, dass der Euro am Ende nur funktioniert, wenn es auch zu einer Fiskalunion und im Gefolge dessen am Ende letztendlich zu einer politischen Union Europas kommt? Ja, ich glaube, das ist richtig. Der Euroraum hat Konstruktionsfehler. Die fielen in wirtschaftlich guten Zeiten und die Weltwirtschaft von 2000 bis 2007 waren sehr gute Zeiten. Fiel das weiter nicht auf. Weil man im schwierigen Fahrwasser ist, zeigt sich, dass man mit diesem Schiff nicht gut manövrieren kann. Insofern gibt es den Vorschlag, und das halte ich für absolut richtig, dass man diese unvollständige Währungsunion vervollständigt. Und da sind die 4 Stichworte in der Charta: Fiskalunion, Finanzmarktunion, eine demokratisch legitimierte politische Union und eine echte Wirtschaftsunion. Und was ist, wenn die Bürger am Ende diese Vereinigten Staaten von Europa nicht wollen und in Volksabstimmungen ablehnen? Ich halte den Begriff Vereinigte Staaten nicht für richtig. Ich würde ihn auch nicht benutzen, weil ich glaube, wir werden immer eine eigene Konstruktion sein. Aber das beiseite gelassen, ich glaube in der Tat, dass es richtig ist, über die Zukunft Europas, wo wollen wir in 10 Jahren sein, eine offene politische Auseinandersetzung zu führen. Ich würde dafür kämpfen, dass wir den Weg der Integration gehen, weil ich glaube, das ist der Weg zu mehr Wohlstand für uns alle. Aber dann muss man in der Tat die Bürger und Bürgerinnen Europas fragen in den einzelnen Ländern, wollt ihr das? Wie gesagt, ich würde dafür kämpfen, dass wir diesen Weg gehen.
dann muss man gucken, ob man dafür eine Mehrheit bekommt, ganz klar. Jetzt wollen wir von Ihnen ja nicht nur vieles über den Euro wissen, sondern auch ein bisschen mehr über Sie persönlich erfahren. Sie wirken sehr nüchtern, sachlich, analytisch, auch und gerade in diesem Gespräch. Gibt es da auch einen privaten Jörg Asmussen, der ganz anders ist? Klar, aber der ist zu Recht auch privat. Ihr Vater war bei der Feuerwehr. Wollten Sie als Junge auch mal Feuerwehrmann werden? Ich glaube, jeder Junge, der einen Vater hatte, der bei der Feuerwehr ist, wollte das werden. Natürlich war er ein Vorbild, ja. Und haben Sie das ernsthaft mal verfolgt, geguckt, was kann man eigentlich bei der Feuerwehr werden? Ist das was für mich? Also diese Träume endeten sehr früh, weil ich so blind bin, dass man gar nicht zugelassen worden wäre. Das stellte sich dann schon in frühen Jugendjahren heraus. Ich denke, man konnte davon viel lernen. Mein Vater bewahrt auch richtig, wenn man sagt, wenn wie die Hütte brennt, bewahrt er die Ruhe. Das ist, glaube ich, wichtig. Sie haben stattdessen Volkswirtschaft studiert, unter anderem an der Universität von Bonn. Und da gab es dann Ende der 80er Jahre, müsste es gewesen sein, eine schicksalhafte Begegnung, möchte ich das mal nennen. Ihr Professor war Axel Weber, der wurde dann später Chef der Deutschen Bundesbank. Und mit Ihnen gemeinsam studiert hat Jens Weidmann. Der wurde dann später der wichtigste finanzpolitische Berater der Kanzlerin und ist jetzt der Chef der Bundesbank. Diese Troika, hat die in der ganzen Zeit immer Kontakt gehalten? Wie eng ist die Beziehung? Also es ist richtig, das ist seit Mitte, Ende der 80er Jahre, das ist unterschiedlich gewesen. Nach der Uni hat man sich erstmal wieder ein Stück aus dem Auge verloren, dann hat man sich ein Stück wieder getroffen. Als Jens Weidmann beim Sachverständigenrat war, ich im Bundesfinanzministerium, gab es wieder mehr Bezugspunkte. Das hat dann sich sehr, sehr deutlich intensiviert, als, wie gesagt, ich war noch im Finanzministerium und Jens Weidmann ist dann wirtschaftspolitischer Berater der Bundeskanzlerin geworden. Und dann haben wir in der Tat, ich glaube, fast 6 Jahre extrem eng zusammengearbeitet. Ja, Ihnen ist da der Aufstieg ein Rassismus.